Der Edlen. Herzlichen Dank. Liebe Anwesende, heute jährt sich zum 80. Mal der Überfall der Nazi-Wehrmacht auf die Sowjetunion, die am Ende dieses grausamen Krieges 27 Millionen Tote zu beklagen hatte. Wir gedenken der Opfer, der gefallenen Soldaten, der getöteten Zivilisten, der in den Gaskammern ermordeten und derer, die als Zwangsarbeiter gelitten haben und ihr Leben verloren. In Bremen sind das Gräberfeld auf dem Osterholzer Friedhof, der Bunker Valentin in Farge und das Gräberfeld in Oslepshausen Orte, die an das Schicksal sowjetischer Bürger erinnern. Aber heute ist auch ein Tag des Dankes für den großen Anteil, den die Völker der Sowjetunion für die Befreiung von Krieg und Faschismus leisteten. Der Verein Deutsch-Russische Friedenstage Bremen und das Bremer Friedensforum haben gemeinsam die heutige Veranstaltung organisiert, zu der wir euch, Sie alle, herzlich begrüßen. Ich bin Barbara Heller vom Bremer Friedensforum. Neben mir steht Irene Baumann vom Verein Deutsch-Russische Friedenstage. Wir moderieren gemeinsam auf Russisch und Deutsch die Veranstaltung, die unter dem Motto steht, gemeinsam für Frieden. Объединение немецко-русские дни мира земли Бремена приветствуют вас, уважаемые гости, дорогие друзья. Сегодня 22 июня, 80 лет со дня нападения нацистского вермахта на Советский Союз. Сегодня день памяти жертвам фашизма, погибшим солдатам, мирным жителям, погибшим в концлагерях, сожженным в газовых камерах, погибшим военнопленным, угнанным на принудительные работы в Германию. И в Бремене массовые захоронения на кладбище Остерхольц, на территории Бремфаге, Бомка Валентин и на территории Ослепсхаузен свидетельствуют об этом. Мы сегодня собрались все вместе, чтобы почтить их память 27 миллионам погибших, выразить благодарность всем народам Советского Союза за освобождение фашизма, выразить стремление к миру и улучшению отношений между народами Германии и России. Вместе за мир – это наш девиз. Liebe Anwesende, wir möchten gerne gemeinsam mit euch, mit Ihnen allen, mit einer Schweigeminute der Opfer gedenken.
мы предлагаем почтить память погибших минутой молчания. Александр Кулицкий. Спасибо. Das Singen und die Musik gehörten immer zum Leben aller Völker der ehemaligen Sowjetunion, um Freude, aber auch Trauer auszudrücken und miteinander zu teilen. Uns begleiten heute Melodien und Lieder aus der Kriegszeit, die vom Chor Rodina gesungen werden unter der Leitung von Slava Kravets. Das erste Lied heißt Feld, mein Feldchen, Polushka, Ole. Wir singen die Soldaten, müssen unsere Felder, die gute Ernte versprechen, aber jetzt in Flammen stehen, zurücklassen. Die Familien zurücklassen. Eine dunkle, schwere, bedrohliche Wolke, eine Finsternis deckt unser Land. Weint nicht, Frauen, hört unser Lied.
Wege, ihr Wege, ech daroge, heißt das nächste Lied. Trostlos, endlos weit seid ihr die Wege. Tag und Nacht die Kälte und der Nebel. Die Sorgen, was kommt am Morgen auf uns zu? Gibt es nur Tod und Leid, die Güter warten. Das blaue Tüchlein, mit dem du mir meine Liebe zugewunken hast, bleibt mir in Erinnerung. Ich kämpfe dafür, dass wir das Tüchlein und dass wir uns selbst wiedersehen. Chor Rodina, die Solisten Anna
Anna Kantarovic. Борис bekommen. Das finden wir verletzend und beschämend. In einer Zeit, in der täglich neue Feindbilder gegen Russland geschaffen werden, hätte eine friedenspolitische Botschaft in Richtung Russland Not getan. Präsident Steinmeier hat aus Anlass des 80. Jahrestages des Überfalls auf die Sowjetunion an das Leiden und die hohen Opferzahlen bei den Bürgern der Sowjetunion erinnert und eine Gedenkkultur angemahnt, die auch dieser großen Opfergruppe gerecht wird. Eine solche Botschaft hätten wir uns auch in Bremen gewünscht. Hatten wir uns gewünscht, auf der heutigen Kundgebung eine Stimme aus Russland ansagen zu können. Mit Wladislav Belov, Sozialwissenschaftler an der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau, Schwerpunkt europäische Beziehungen, hatten wir einen prominenten russischen Fürsprecher für eine neue Entspannungspolitik zwischen Russland und Deutschland gefunden.
Er war auch bereit, nach Bremen zu kommen. Leider bekam Herr Beloff kein Visum. Umso mehr freuen wir uns, dass wir jetzt ein Grußwort des Vizekonsuls des russischen Generalkonsulats in Hamburg, Herrn Alexei Kozirev, ankündigen zu können. Bitte, Herr Kozirev. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, heute begeht man in Russland den Tag der Erinnerung und Trauer. Wir berufen uns auf eines der und dramatischsten Kapitel unserer Geschichte. Am 22. Juni vor 80 Jahren überfiel ein hochmetallisiertes Nazi-Deutschland und seine Satelliten die Sowjetunion. Der große Vaterländische Krieg hat begonnen. Heute stehen uns zur Verfügung konkrete Unterlagen und Beweise, die uns sehr klar vorstellen lassen, welche Pläne Hitler und sein Umkreis in Bezug auf die Sowjetunion hatten. Nazi-Deutschland hatte es vor, nicht nur militärisch die Sowjetunion und das Staatssystem abzuschaffen, sondern auch die Mehrheit der Bevölkerung auszurotten, um den Rest zu versklaven. So wurde eine Vernichtung der multinationalen sowjetischen Bevölkerung und Kultur angekündigt. In den besetzten sowjetischen Gebieten ereignete sich eine nie dagewesene Tragödie. Gewalt und Terror wurden grausam und massiv ausgeübt. Millionen von Zivilisten wurden ermordet. Diese ungeheuerlichen Verbrechen, die vom Internationalen Militärgerichtshof Nürnberg eindeutig verurteilt wurden, kann man weder rechtfertigen noch vergeben. Drei Jahre lang trug die Rote Armee im Kampf gegen die Nazis und ihre Verbündeten die Hauptlast. Der größte Teil der deutschen Truppen, über 70%, wurden im Laufe des ganzen Krieges an der deutsch-sowjetischen Front eingesetzt. Die Rote Armee hat in den großen Schlachten um Moskau, Stalingrad und Kursk quasi den Kern der Wehrmacht vernichtet. Die Gegenoffensive der Roten Armee hat den Krieg vorausbestimmt. Die sowjetischen Truppen haben den noch am Leben gebliebenen Häftlingen in Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Ravensbrück, Sachsenhausen die lang ersehnte Freiheit gebracht. 11 europäische Staaten mit über 113 Millionen Menschen wurden von den Nazis befreit. Das war die große Heldentat des sowjetischen Volkes, aber der Preis ist enorm. Es wurde 27 Millionen Menschen ermordet. Diejenigen, die heute mit Russland nachhaltige und gute Beziehungen haben wollen, müssen im Blick behalten, wie wichtig und sensibel das Thema des großen Vaterländischen Krieges für uns ist. Russlands Einstellung zu der Frage ist deutlich in dem Beitrag des russischen Präsidenten Wladimir Putin dargelegt, der zum 75. Jubiläum der Befreiung Europas von Nationalsozialismus erschien. Ich habe die Beiträge auf Deutsch mitgenommen und kann gerne und würde gerne diese zur Verfügung stellen. Diese habe ich auf den Tisch gelassen. Sehr geehrte Damen und Herren, die Erinnerung an alle, die gekämpft und ihr Leben verloren haben, an alle, die den Sieg mit aller Kraft ermöglichten, ist absolut heilig. Es ist sehr besorgniserregend, dass wir in letzter Zeit eine schleichende Rechtfertigung von Nazismus erleben. In einigen Ländern Europas werden systematisch die Resultate des Zweiten Weltkrieges revidiert. Hitler-Einheiten und Kollaboratoren werden als Helden dargestellt. Man versucht, den Aggressor den Befreiern gleichzustellen, die Verantwortung der Henker und der Opfer gleichzusetzen. Die Nazis und ihre Befürworter werden mancherorts lobgepriesen. Zynisch werden in einigen Ländern die Gedenksteine und Mahnmale zu Ehren der Befreier abgeschafft. Radikalismus und Extremismus nehmen zu. Das alles verletzt nicht nur die Erinnerung an die Millionen von Gefallenen, sondern ist eine Bedrohung für die nachfolgenden Generationen in Europa. Der 80. Jahrestag des Anfangs des großen Vaterländischen Krieges erinnert uns daran, dass sich so etwas nie wiederholen darf und dass man sich alle Mühe geben soll, um den Frieden zu bewahren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Skosyrev. Jetzt bitten wir Herrn Brandt an das Mikrofon. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Professor Dr. Brandt hier begrüßen dürfen. Er ist Professor für neuere deutsche und europäische Geschichte. Er ist Mitbegründer der Initiative Neue Friedens- und Entspannungspolitik jetzt. Er spricht hier heute zu dem Thema, warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen. Профессор, доктор исторических наук Питер Брандт, один из основателей инициативы за новую мирную политику, за разрядку международной напряженности. Also. Ich bin eigentlich Professor im Ruhestand, wie das heute heißt, aber deswegen muss man ja nicht inaktiv sein. Liebe Bremer Friedensfreunde, liebe Anhänger der Völkerverständigung, innen natürlich immer eingeschlossen, vor genau 80 Jahren, am 22. Juli, 1941 trat im Morgengrauen die deutsche Wehrmacht mit verbündeten Truppen rund 3 Millionen Mann auf breiter Front zum Angriff auf die Sowjetunion an. Ohne Kriegserklärung und trotz eines Nichtangriffspakts. Wenn der Ausdruck Überfall irgendwo angemessen ist, dann hier. Dass das sogenannte Unternehmen Barbarossa zu diesem Zeitpunkt gestartet wurde, hatte durchaus militärische Gründe. Hitler wollte Großbritannien die Hoffnung auf eine Entlastung im Osten nehmen und es so zum Frieden zu seinen Bedingungen zwingen. Oder sollte es, was sich schon abzeichnete, zum Kriegseintritt der USA kommen, sich eine mittelfristig nicht zu erschütternde Machtbasis in Kontinentaleuropa verschaffen. Gleichzeitig, wir hörten es schon, diente der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion dem langfristigen rassenimperialistischen Ziel der, wie es in der NS-Terminologie hieß, Eroberung von Lebensraum, der Schaffung eines riesigen deutschen Kolonialreichs. Die Völker der Sowjetunion sollten versklavt und zu zig Millionen planmäßig dem Hungertod ausgesetzt werden. Die Vernichtung, der Tod von 27 Millionen Menschen scheint schwer vorstellbar. Das Kriegsvölkerrecht war in diesem Gemetzel vom ersten Tag an außer Kraft gesetzt. Wir konnten in diesen Tagen in den Medien hören und lesen, welche ungeheuren materiellen Zerstörungen und Menschenverluste die Völker der Sowjetunion, insbesondere Russen, Weißrussen und Ukrainer, erlitten haben. Am Ende waren auch die deutschen Verluste über 6 Millionen Kriegs- und Kriegsfolgetoten beträchtlich und auch sie gehen letztlich auf das Konto jener verbrecherischen Clique, die sich mit Unterstützung der etablierten Rechten und wichtiger Teile der deutschen Oberklasse in den Besitz der Staatsmacht gebracht hat. Es waren die Soldaten der Sowjetarmee, die auf ihrem Territorium die Kriegswende erkämpft haben, lange bevor die Westalliierten mit der Invasion in der Normandie den letzten Akt des Dramas einleiteten. Meine Mutter, die Jahre ab 1942 als politischer Flüchtling im neutralen Schweden lebte, erzählte mir, wie ein gut betuchter, offenbar wohlhabender älterer Herr, als beide den Zeitungsaus
Zusammenhang mit der Nachricht vom Abwehrsieg der Sowjets in Stalingrad betrachteten, zu ihr gesagt hätte, der Herr zu meiner Mutter, diesmal hat Russland die Welt gerettet. In der Tat, dieses Mal hatte Russland die Welt gerettet. Um das zu erkennen, musste man kein Gefolgsmann des stalinschen Tyrannenregimes sein, nicht einmal ein Gegner der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft. Zu dem erstaunlichen Geschehen schon der frühen Nachkriegszeit gehört die Offenheit und Freundlichkeit, mit der die einfachen Menschen in der UdSSR deutschen Besuchern begegneten. Eine Haltung, die Angehörige der damals älteren Generation, darunter nicht wenige Kriegsteilnehmer, tief beeindruckte und teilweise zu Tränen rührte. In der Tat gibt es neben der unauslöschlichen Erinnerung an den Vernichtungskrieg auch eine andere Traditionslinie deutsch-russischer Beziehungen, der menschlichen und kulturellen Begegnungen, der wirtschaftlichen Kooperation und sicherheitspolitischer Arrangements, die zu manchen Zeiten ganz entscheidend dazu beigetragen haben, den Frieden in der nördlichen Hemisphäre zu erhalten. Michail Gorbatschow, der mutige Überwinder der Ost-West-Konfrontation, ist heute tief verbittert darüber, wie die Zugeständnisse der damals noch sowjetischen Seite vom Westen beantwortet oder eben nicht beantwortet wurden. Die bemerkenswerteste sowjetische Konzession, die Hinnahme der NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschland, wird begreiflich, wenn man die Charta von Paris vom Spätherbst 1990 dagegen hält, die eine Überwindung beider Blöcke und eine ganz neue europäische Sicherheitsstruktur umrisshaft anzuzielen schien. Inzwischen leben wir in einem neuen Kalten Krieg zwischen der NATO auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite, zusätzlich zu den diversen gefährlichen Krisenherden auf der Welt und zusätzlich zu dem neuen Supermächte-Konflikt USA-China. Wir wissen aus Befragungen, dass die Mehrzahl der Deutschen gute Beziehungen zu Russland wünscht. Aber nur eine Minderheit hat erkannt, wie zugespitzt die Lage inzwischen ist. Bei der meist sehr kritischen, teilweise feindseligen Positionierung der veröffentlichten Meinung zum heutigen Russland fällt schon auf den ersten Blick die atemberaubende Einseitigkeit auf, mit der die inneren Verhältnisse wie die äußere Politik dargestellt und kommentiert werden. Ich nehme an, die meisten von uns haben so manches Kritische vorzubringen, auch zu Russland. Aber, um ein Beispiel zu nennen, nicht Putin hat die Oligarchenwirtschaft und die Korruption geschaffen. Er hat sie vorgefunden, zusammen mit der sozialen Katastrophe der Jelzin-Ära. Und er profitiert im Hinblick auf sein Ansehen bis heute davon, dass er wenigstens wieder eine berechenbare Staatsmacht installiert, für die regelmäßige Auszahlung von Löhnen gesorgt hat und so weiter. Putin hat in seinen ersten Jahren auch eine Reihe konstruktiver an den Westen und namentlich an die Bundesrepublik Deutschland gerichtete Vorschläge für eine gesamteuropäische Zusammenarbeit im Sinne von Gorbatschows Formel vom gemeinsamen Haus Europa gemacht, einschließlich einer paneuropäischen Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok. Auch Mainstream-Politiker räumen heute ein, dass auf diese Angebote nicht konstruktiv reagiert worden ist. Das Vorrücken der NATO-Ostgrenze von der Elbe, nicht nur bis an die Oder, sondern an den Bug und an die Donau, war aus Sicht der beitrittswilligen Staaten aufgrund historischer Erfahrungen vielleicht verständlich, aus russischer Sicht aber inakzeptabel. Mehr noch die Absicht im Jahre 2007 des damaligen US-Präsidenten George Bush Jr., auch der Ukraine und Georgien den NATO-Beitritt zu ermöglichen. Damals immerhin maßgeblich am deutschen Widerstand gescheitert.
Russland ist heute auf seinen territorialen Bestand um die Mitte des 17. Jahrhunderts reduziert. Und nicht nur die politische Führungsschicht, die Masse des Volkes hat sich vom Westen gedemütigt gefühlt. Ja, die Annexion der Krim durch Russland war eine völkerrechtswidrige Aktion, die durch den Hinweis auf den NATO-Krieg gegen Serbien und andere Aktionen der westlichen Seite nicht legitimiert wird. Aber sie ist ein Schritt in einer Kette von Ereignissen, in einer seit der Unabhängigkeit der Ukraine politisch und kulturell gespaltenen Staat. Entspannungspolitik seit den 1960er Jahren des letzten Jahrhunderts hat eine Grundüberlegung zur Voraussetzung. Diese Grundüberlegung besteht darin, dass man die Welt versuchen muss, die internationalen Beziehungen versuchen muss, mit den Augen des Kontrahenten zu sehen, nicht um dessen Sicht einfach zu übernehmen, aber um überhaupt zu begreifen, warum er so denkt, wie er denkt, warum er so handelt, wie er handelt. Hier ganz durch. Hier ist sie. Eine nächste weitere Formel nach der Entspannung war die der gemeinsamen Sicherheit. Die Erkenntnis im Zeitalter der Atombombe gibt es keine Sicherheit mehr für ein Land oder eine Gruppe von Ländern. Es gibt Sicherheit entweder gemeinsam oder überhaupt nicht. Wir brauchen jetzt einen neuen entspannungspolitischen Ansatz und der kann einiges lernen von der Entspannungspolitik der 60er und 70er Jahre. Entspannung zwischen den Staaten ist auch am ehesten geeignet, Spielräume zu schaffen, in denen sich soziale und politische Emanzipationsbewegungen entfalten können. Es geht also nicht darum, etwas wieder zu erneuern, was man Anfang des 19. Jahrhunderts hatte, aufgrund der Ordnung des Wiener Kongresses, wo es einfach darum ging, die bestehenden Verhältnisse zu zementieren. Das wollen wir ja nicht. Wir stellen heute statt der Notwendigkeit, konkrete Friedensschritte zu übernehmen, fest, dass wir es mit massiven Aufrüstungsprogrammen zu tun haben und mit der Kündigung des einzigen wirklichen Abrüstungsabkommens, nämlich dem zur Beseitigung der atomaren Mittelstreckenwaffen von 1987. Die anderen Abkommen, die wichtig und nützlich waren, waren Rüstungskontrollabkommen, aber keine Abrüstungsabkommen. Anders als bis 1990 ist die NATO in Europa heute militärisch überlegen. Und diese Überlegenheit zwingt die russische Seite, gerade in der Logik der Abschreckung zumindest, geradezu dazu, auf die atomare Rüstung zu setzen. Die ist perverserweise nämlich billiger als die konventionelle, also was man heute konventionell sagt, das sind ja hochtechnisierte Waffen. Da müssen wir ansetzen und es ist wichtig, dass Druck entfesselt wird. Wir haben alle die Erinnerung daran, die meisten unter uns sind ja nicht mehr ganz jugendlich, wir haben alle die Erinnerung daran, wie wir, auch wenn wir in einigen wichtigen Schritten gescheitert sind, Anfang der 80er Jahre das Bewusstsein in Bewegung gebracht haben durch die massiven Friedensdemonstrationen,
Es ist Zeit für eine neue Friedensbewegung. Ich hoffe, Sie haben jetzt nicht geklagt, dass das Ganze zu nüchtern war. Das ist so ein bisschen mein Naturell und wahrscheinlich auch beruflich bedingt. Die deutsch-russische Zusammenarbeit, die Verständigung und Freundschaft zwischen unseren Völkern ist mir ein Herzensanliegen. Nie wieder gegeneinander. Jetzt bitte ich Hartmut Drewes nach oben. Hartmut Drewes vom Bremer Friedensforum, Pastor im Ruhestand. In seiner Kirchengemeinde hat er früher mehrfach Zwangsarbeiterinnen aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu Gast gehabt und sich dafür eingesetzt, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Hartmut Drewes war viele Jahre aktiv in der christlichen Friedenskonferenz. Hartmut. Sehr geehrter Herr Kosirev, Vizekonsul des Generalkonsulats der Russischen Föderation in Hamburg, er hat hier schon gesprochen. Sehr geehrte Anwesende, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Es war Anfang 1945. Ich lebte als fünfjähriges Kind wohlbehütet in Hildesheim. Wir wurden zwar als Kinder bei nächtlichem Fliegeralarm von den Eltern aus dem Schlaf gerissen, um mit ihnen zum Luftschutzbunker aufzubrechen. Aber vor den Luftangriffen hatte ich keine Angst. Meine Eltern waren ja bei mir. Aber eine andere Angst verfolgte mich, nämlich, dass die Russen kommen könnten. Diese Angst ist offensichtlich in unserer Familie präsent gewesen. Und ich hatte sie mir als kleines Kind zu eigen gemacht, ohne dass ich wusste, wer eigentlich Russen sind. Eine Bemerkung, die mein Vater in meiner Jugend dann immer wiederholte, lautete: Die Russen sind große Diplomaten. Das war vielleicht auch etwas bewundernd gesagt. Aber, so fügt er warnend hinzu, man kann ihnen nicht trauen. Adenauer bezeichnete Russland als asiatische Macht, als eine ungeheure Macht, die von ganz anderem Geiste und von ganz anderer Denkungsart ist, als wir abendländischen Europäer. Mit diesem Feindbild bin ich groß geworden. Auch während meiner Schulzeit wurde es gepflegt. In unserem Geschichtsbuch der 50er Jahre stand zu den Kämpfen in der Sowjetunion geschrieben: Stalin setzte die alten Waffen der russischen Defensive in seine Berechnungen ein. Unter anderem wird verbrannte Erde genannt. Noch 1963 war das in der 10. Auflage des Schulbuchs zu lesen. Verantwortlich für den Text war Andreas Hillgruber, später Professor für neuere Geschichte in Freiburg und Köln. Er hatte kurzerhand die Tatsachen verdreht, in Wirklichkeit war es ja genau umgekehrt. Heinrich Himmler wies am 7. September 1943 seinem Obergruppenführer Prützmann an, dass bei der Räumung von Gebietsteilen in der Ukraine kein Mensch, kein Vieh, kein Zentner Getreide, keine Eisenbahnschiene zurückbleiben, dass kein Haus stehen bleibt, kein Bergwerk vorhanden ist, das nicht für Jahre gestört ist, kein Brunnen vorhanden ist, der nicht vergiftet ist. Der Gegner muss wirklich ein total verbranntes und zerstörtes Land vorfinden.
Zitat Ende. Diese Weisungen blieben nicht Worte, sondern wurden umgesetzt. Nicht nur von der SS, sondern in gleichem Maße von der Wehrmacht. Sie ließ zum Beispiel etwa 3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene verhungern, erfrieren, an Seuchen krepieren oder erschießen. Das alles und vieles andere mehr darf nicht vergessen, der muss überhaupt erst in Erinnerung gebracht werden, muss aufgearbeitet werden. Der Bundespräsident hat in seiner schon erwähnten beachtenswerten Rede vor wenigen Tagen gesagt, zu lange haben wir Deutsche das mit Blick auf die Verbrechen im Osten unseres Kontinents nicht getan. Es ist an der Zeit, das nachzuholen. In dieser Rede hat er auch hervorgehoben, dass trotz der unvorstellbaren Verbrechen, die Deutschland an den Völkern der Sowjetunion verübt hat, Deutsche in diesen Ländern gastfreundlich empfangen werden, dass sie willkommen sind, dass man ihnen warmherzig begegnet. Und er fügt hinzu, das ist nicht weniger als ein Wunder. Leider ist Steinmeier mit seinen Aussagen unter den führenden Politikern eine Ausnahme. Heute vor einer Woche lautete die Schlagzeile auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: NATO sieht Russland und Terror als größte Bedrohung. Russland steht noch vor dem Terror. Beachtenswert. Das war das Ergebnis des NATO-Gipfeltreffens in Brüssel. Und die Bundeswehr? Sie übt im Baltikum nicht weit von der russischen Grenze entfernt mit Eurofightern Täuschungsmanöver für den Ernstfall, so auf der Webseite der Bundeswehr zu lesen. Dann kam nur der Hinweis, dem kann nur der Hinweis entgegengehalten werden, dass die meisten Abrüstungsvorschläge und Initiativen zu Abrüstungskonferenzen in den Jahrzehnten nach dem Krieg von der Sowjetunion kamen. Sie hat auch mitten im Kalten Krieg die KSZE, die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, angeregt, die mit der Schlussakte in Helsinki ein neues Kapitel Richtung Zusammenarbeit aufschlug. Wir können den Völkern der Sowjetunion nur ein großes Bolschoi Spasibo, einen tiefen Dank sagen. Sie haben die Hauptlast der Befreiung Deutschlands und der Welt vom Faschismus getragen. Und Sie haben in den Jahrzehnten nach dem Krieg diplomatische Wege Richtung Frieden möglich gemacht. Ich möchte mit 2 Zitaten aus den 80er Jahren enden, die mir bis heute viel bedeuten. Der Schriftsteller Ralph Giordano hat in einem Rundfunkinterview in den 80er Jahren einmal gesagt, wenn die Russen nach der Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn verfahren wären, wäre von Deutschland nichts geblieben. Und sein Kollege Walter Jens hat auf dem Hamburger Kirchentag 1981 in einer vollbesetzten Messehalle, an deren Decke viele Fahnen der evangelischen Kirche mit dem violetten Kreuz hingen, gesagt, wenn der Iwan nicht gewesen wäre, hingen hier heute Fahnen mit einem anderen Kreuz, mit dem Hakenkreuz. Jede Familie in allen Völkern der Sowjetunion war und ist auch bis jetzt von diesem schrecklichen Krieg betroffen, hat ihre eigene Geschichte vom unendlichen Leid, das die Faschisten über das Land und die Menschen gebracht haben. Schmerz, Boli, tiefe Trauer, Skorb, um die Gefallenen, um die
Ermordeten, um die Vergasten und Verhungerten und um die, die der Krieg zu Krüppeln gemacht hat. Mütter, die ihre Söhne verloren haben, Frauen, die zu Witwen und Kinder, die zu Waisen wurden, all dies wird auch in diesem Lied Kraniche ausgedrückt. Der Mensch singt die Trauer aus. Rasul Gamzatov, der in einem kleinen Dorf in Dagestan, in Kaukasus, lebte, ein Dichter und Schriftsteller, hat in seiner Erstsprache Awarisch dieses Gedicht geschrieben. Kraniche, Juravli, wurde ins Russische übersetzt und vom Musiker Jan Frenkel vertont. Rasul Gamzatov hat im Krieg zwei seiner Brüder verloren. Jan Frenkel kam mit schlimmen Verletzungen aus dem Krieg zurück. Das Lied, das Trauer ausdrückt, ist den gefallenen Soldaten gewidmet, die, so der Text, als Kraniche weiterleben. Ein Kranich-Denkmal erinnert in mehreren Orten der ehemaligen Sowjetunion an die Opfer des Krieges und stellt gleichzeitig eine Mahnung dar für Zukunft ohne Krieg. Wir hören das Lied Kraniche. Mm-hmm.
herzlichen Dank an die Musiker Wladimir Papandopoulos und Vadim Stulitsky. Vielen Dank. Muchas gracias. Thank you very much. Спасибо, друзья. Schauspieler und Pantomim Arnold Sarajinski. Diese Legende stammt aus uralten Zeiten. Die Legende handelt von Freude und Schmerz, von Fall und Fluch, von Mensch und Vogel. Die Russen wollen Krieg.
хотяли русские, хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины над ширью пашенной полей. Спросите у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befrag die Stille, die da schwieg, im weiten Feld, in Pappelheim. Befrag die Birken an dem Rhein, dort, wo er liegt in seinem Grab, den russischen Soldaten, frag. Sein Sohn dir drauf Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны. Frag Mütter, die seit damals grau, befrag doch bitte meine Frau. Die Antwort in der Frage liegt, meinst du, die Russen wollen Krieg? Поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны, хотят ли русские войны. Es weiß, wer schmiedet und wer webt, es weiß, wer ackert und wer sät, ein jedes Volk die Wahrheit sieht. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Хотят ли русские войны? Mit der heutigen Veranstaltung haben wir erinnert an die 27 Millionen Bürgerinnen und Bürger der Sowjetunion, die ab dem 22.06.1941 ihr Leben verloren als Opfer des deutschen Faschismus und Krieges. Aber das Erinnern bleibt folgenlos, wenn wir es nicht auf das Heute anwenden. Die Lehre aus zwei von Deutschland begonnenen Kriegen kann nur heißen, Nein zum Krieg, Nein zur Schaffung von Feindbildern, Nein zur Aufrüstung und Nein zum Säbelrasseln an der russischen Grenze. Ja zu einer kollektiven Friedensordnung, Ja zum Frieden. Der 22. Juni mahnt, Frieden mit Russland. Eine Zukunft werden wir alle nur haben, wenn die Völker gleichberechtigt in Freundschaft und gegenseitiger Achtung miteinander leben. Nie wieder gegeneinander, gemeinsam für Frieden. Wir müssen von den Opfern des Faschismus erinnern. Die Lehre des Krieges fordern uns, выступать с протестом против политики конфронтации, которая усиливает напряженность в Европе, которая создает новые угрозы миру. Мы за диалог с Россией, за диалог с Востоком и Западом, вместе за мир. Dem Leben, der Freude, der Freundschaft und dem Frieden handeln. Es singen und spielen der Chor Rodina, das Bayern-Duo, Valerie Holstein und Alexander Herzenberg und das Gitarren-Duo. Vielen Dank.
die zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Ich glaube, es ist ein guter Start in eine Welt für Frieden, auch für Frieden mit Russland. Die Musiker singen ganz zum Schluss noch ein Lied, aber wir beenden dann diese Veranstaltung, weil wir im Anschluss dran die Bühne freigeben müssen für eine weitere Veranstaltung. Ah. Спасибо за вместе. Оставайтесь вместе.